Hallo und herzlich willkommen zu den Gamesfeld TV News. Mein Name ist Christian, heute ist der 28. Januar 2014 und anfangen wollen wir mit einem 2D-Prügler, genau gesagt mit The Chainsaw Incident. Das Ganze gibt es jetzt als Teaser auf unserer Website. Einen kleinen kurzen Kampf, unter anderem mit einer Hommage an Texas Chainsaw Massacre. Und mehr davon wird es demnächst auf Kickstarter geben. Dann gibt es wahrscheinlich auch Informationen zum Gameplay, wie sich das Ganze spielt. Das ist eher ein bisschen wie Mortal Kombat, eher ein bisschen wie Street Fighter, quasi die großen Genre-Vertreter. Oder geht es in eine ganz, ganz andere Richtung? Man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und wir bleiben am Ball. Wie die Kollegen von Videogames 24/7 herausgefunden haben wollen, wird Amazon eine eigene Konsole starten. Das Ganze ist eine Android-Konsole. Sieht ein bisschen aus wie die PlayStation 1. Also damals noch vor ganz, ganz langer Zeit in den 90ern. Da waren viele von euch noch gar nicht da. Aber so ungefähr sieht die ganze Konsole aus. Spielt Android-Sachen und wird für ungefähr 300 Euro auf den Markt kommen. Laut Videogames 24/7. Was daran ist, werden wir wohl demnächst von Amazon selbst erfahren, wenn sie sich dazu äußern und die Konsole wirklich existiert. Wie fändet ihr das? Ein neuer Big Player neben Nintendo, Sony und Microsoft. Amazon hat die Kohle, Amazon hat auch das Vertriebsnetzwerk und vor allem sind es die Kindle-Macher von Lab 126, die das Ganze entwickeln sollen. Also da ist auch die Expertise da. Ich würde mich freuen, wenn der Markt ein bisschen aufgemischt werden würde. Und was sagt ihr dazu? League of Legends, das wahrscheinlich meistgespielte Spiel der ganzen weiten Welt und des Universums und auch dahinter noch, ja, hat neue Spielerzahlen veröffentlicht. Genau gesagt, Riot Games haben die veröffentlicht, quasi die Macher von League of Legends. So gibt es aktuell 67 Millionen aktive Spieler, im Gegensatz zum Oktober 2012, da waren es nur 32 Millionen. Dann gibt es 27 Millionen aktive Spieler am Tag, im Gegensatz zum Oktober 2012, da waren es nur 12 Millionen. Und es gibt 7,5 Millionen Spieler, die sich quasi zeitgleich einloggen zu Peaks. Und im Oktober 2012 waren das maximal 3 Millionen. Gratulation an League of Legends, spielt Honor und Dota. Dankeschön. Matt Webster arbeitet bei Criterion Games, die Macher von Burnout unter anderem oder auch vom grandiosen Black, einem Shooter für die PlayStation 2 und für die Xbox, sagte: Zu unserem neuen Projekt für Electronic Arts können wir noch nicht viel sagen, aber auf der E3 2014, da versuchen wir euch alle Informationen und vor allem auch endlich Material davon zu zeigen. Ich würde mich freuen, Criterion sind eigentlich mit meinen Lieblingsrennspielentwickler, vor allem nach Sachen wie Burnout, was ja mit Sachen was mit Burnout Paradise einfach für mich genredefinierend war. Und ich freue mich drauf, sagt ihr, Criterion plus EA kann was werden, wird was? Redet mit mir im Kommentarbereich. Dankeschön. Vince Zampella von Respawn Entertainment, die ja damals aus Infinity Ward heraus hervorgegangen sind, sprach nun über Twitter über die Titanfall-Version für die 360. Bisher war nicht bekannt, wer diese Version entwickelt, weil Respawn sich selbst nur um die PC- und die Xbox One-Version kümmert. Die 360-Version wird entwickelt von Bluepoint. Die haben unter anderem PS2-Klassiker zu PS3-Spielen gemacht. Kann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Man weiß es nicht. Wenn man an Videospielverfilmungen denkt, dann denkt man automatisch an Sly Cooper. Bisher jedenfalls noch nicht. Ganz egal, 2016 soll sich das ändern. Sly Cooper soll auf die Videoleinwand gebracht werden. Und zwar als Animationsfilm und darum kümmern werden sich Blockhead Entertainment und Rainmaker Entertainment. Das war's mit den News für heute. Ich verabschiede mich. Bis morgen. Ciao, ciao und tschüss.